Heute zeige ich dir eine uralte, gut bewährte Anti-Aging-Methode. Sie gibt dir Energie, löst Blockaden, entgiftet dein Gewebe, hilft gegen Zellulite, stärkt die Knochen und erhöht die Stammzellenproduktion. Du wirst die Wirkung sofort spüren, aber die langfristige Wirkung ist wirklich phänomenal. Dabei kostet sie nichts und ist leicht zu erlernen. Mein Name ist Christina Schmid, ich bin die Autorin von G-Start Botox und natürliches Facelifting. Und hier geht es um gesunde Wege zur natürlichen Schönheit. Und hier kann man auch immer etwas gewinnen. Und heute können drei von euch die Massageroute der Shaolin Mönche gewinnen. Aus ihrem Land stammt nämlich das Geheimnis des langen und gesunden Lebens, von dem wir heute sprechen werden. Du brauchst sie aber nicht unbedingt, um heute mitmachen zu können. Ich wollte dieses Video schon lange machen, weil ich diese Sache so essentiell finde. Jeder spricht bei uns vom Anti-Aging und doch bleibt diese westliche Sicht der Dinge auf einem Auge blind. Sie beschäftigt sich die ganze Zeit nur mit der Materie. Wir sind aber mehr als Materie. Das beweisen mittlerweile auch unzählige wissenschaftliche Studien, die trotzdem weiterhin ignoriert werden. Wer aber schon einmal erlebt hat, wie Akupunktur Beschwerden beseitigt, der hat diese Tatsache am eigenen Körper erlebt. Wenn wir bei guter Gesundheit und Schönheit altern wollen, müssen wir auf eines achten, dass alles fließt. Das Blut, das uns versorgt, die Lymphe, die uns entgiftet und die Energie. Die Energie ist es, die dem Körper die Grundlage für Selbstheilungskräfte gibt. Und wir bringen jetzt gleich alles ins Fließen. Das Qi, das Blut und die Lymphe. Ich würde nur zuerst gerne auf die Anti-Aging-Wirkung dieser Massage eingehen, damit ihr versteht, wie wichtig das da ist, wie wichtig diese Massage ist. Vergleicht mal das Wasser in einem Bach mit dem Wasser in einem Pool. Das Wasser im Pool ist viel anfälliger. Es genügt, wenn es warm ist und es kippt. Es ist anfällig, weil es steht. Das kann dem Wasser im Bach oder in einem Fluss nicht passieren. Genauso ist das im Körper. Da, wo es nicht fließt, kommt es zu Problemen und Krankheitsherden, aus denen sich ganz schön was Ernsthaftes auch entwickeln kann. Jetzt nehmen wir halt Chlortabletten und geben sie in unseren Pool, damit das Wasser sozusagen seine Qualität aufrechterhalten kann. Es wird nicht dasselbe sein wie das frische Wasser im Bach. Und genauso ist das in unserem Körper mit den ganzen Nahrungsergänzungen, mit den ganzen Anti-Aging-Kapseln und so weiter. Bringen wir doch erst einmal alles ins Fließen und schauen wir uns nachher an, ob wir diese Kapseln noch brauchen und wie viel davon. Die Massagetechnik, die wir jetzt dann gemeinsam machen, kann aber noch mehr. Und das ist so genial, das verrate ich euch am Ende des Videos. Diese Massage gibt es aus guten Gründen seit Tausenden von Jahren. Sie ist ein Teil von Yoga, sie ist ein Teil von Qigong. Shaolin-Mönche starten mit ihr gerne in den Tag. In einer abgewandelten Form kennt man sie aber auch aus den nördlichen Ländern, aus diesen saunabegeisterten Ländern, die sich mit dem Birkenzweig abpeitschen. Wenn du die Route hast, ich weiß, viele von euch haben sie, schnapp sie dir. Wenn du sie nicht hast, massierst du einfach mit den Fäusten. Der Vorteil der Route gegenüber der Hände ist, dass sie ein bisschen mehr Echo im Gewebe auslöst, dadurch ein bisschen mehr Prozesse in Gang bringt und dass man mit ihr den gesamten Rücken erreicht, was auch nicht ganz unwichtig ist. Aber mit den Fäusten geht es auf jeden Fall auch gut, wird von vielen so praktiziert, ist vollkommen in Ordnung. Wer sich die Route besorgen möchte, der kriegt sie in unserem Shop. Den Link gebe ich euch unter das Video. Wenn du schwanger bist, machst du bitte nicht mit. Wenn du sehr, sehr krank bist, sprichst du mit deinem Arzt. Das hier ist ein Wellnesskanal, keine Behandlung. Und wir massieren entlang des Energieflusses, also entlang der Meridiane, weil wir auch diese Energieblockaden lösen wollen. Wir werden uns dann noch speziellen Stellen widmen, den sogenannten 8 Nestern. Die Massage kann man sehr kurz machen. Sie muss nicht länger dauern als eine Minute. Man kann sie aber auf 5 Minuten ausdehnen. Wir sprechen nach der Massage dann noch, wie oft, wie lang, wann und so weiter. Wir fangen am Bauch an. Wenn du die Route nicht hast, machst du das mit den Fäusten, ja, und da, wo es geht, klopfe ruhig fester. Es gibt Stellen, wo das nicht so angenehm ist, aber Stellen, wo das wirklich sehr gut geht. Mit der Rute arbeiten wir von rechts unten im Kreis nach links unten, ja. Am Bauch
Das hilft nicht nur der Verdauung, und die Verdauung ist extrem wichtig, sonst kannst du dich noch so gesund ernähren, wenn deine Verdauung das nicht umsetzen kann. Außerdem haben wir hier ganz viele Lymphknoten. Das hilft auch dem Lymphsystem. Apropos Lymphsystem, ihr habt ein neues Video im Online-Kurs für die Lymphe. Wenn Schwellungen dein Thema sind, das ist eine sanfte Gua Sha Massage für den Morgen. Und ich zeige dir auch, wenn Schwellungen dein Thema sind, was du unbedingt abends machen sollst, um schon mal die Toxine abzutragen, damit man nicht immer mit so einer Mülldeponie im Gesicht aufwacht. Das Video ist automatisch in deinem Online-Kurs im Kapitel Gua Sha. So, wir widmen uns jetzt der Leber. Und der Milz unter dem rechten Rippenbogen und die Milz unter dem linken Rippenbogen. Da bleiben wir kurz. Und machen weiter entlang der Meridiane hier seitlich, ja, von oben nach unten. Und auch unten auf dem Fuß. Dann hinten. Wenn du keine Route hast, massierst du mit Fäusten mit und gehen auf der Innenseite nach oben. Das ist die Yin-Seite, das sind die Yin-Meridiane und bleiben ein bisschen in der Leiste für das Lymphsystem. Und nochmal vorne. Und zwar eher so auf der Innenseite, ja? Innen und vorne ist Yin, außen und hinten ist Yang. Wir machen dasselbe auf der linken Seite. Also fangen wir mal seitlich an. Fußsohle nicht vergessen, dort sind ganz wichtige Akupunkturpunkte. Hinten. Und auf der Innenseite nach oben. Bleiben ein bisschen in der Leiste und machen am Oberkörper weiter. Den Thymus klopfen wir mit der Hand. Und mit der Route machen wir weiter hier erstmal auf den Lungenpunkten. Ich glaube, ich gebe das Mikrofon weg. Die Lungenpunkte sind wichtig. Ganz wichtig. Ja, es gibt bestimmte Organe, die ganz viel Aufmerksamkeit bekommen in der traditionellen chinesischen Medizin. Das ist eben die Leber, die Milz, die Lunge. Und dann machen wir uns entlang der Yin-Seite, also innen, massieren wir entlang und dann hier so schön nach hinten. Auch die Handfläche. Den Nacken. Im Nacken haben wir alle Blockaden. Und der Nacken ist aber auch normalerweise voller Toxine. Also hier im Nacken schön auszumassieren ist ganz, ganz wichtig, dass sich das hier bewegt. Das kennst du vielleicht von diesen Cupping-Massagen oder so, das meistens hier behandelt wird, bei Erkältung, bei Schnupfen, bei all diesen Krankheiten, erst einmal hier die ganzen Toxine rausholen. Und machen dasselbe auf der linken Seite, erst die Lunge.
Und jetzt machen wir hinten weiter, von oben nach unten, das ist die Yang-Seite, hier sind die Nieren, das sind die nächsten Königsorgane. Und massieren am Ende noch den Kopf. Und das war's. Ja, wir machen jetzt noch die 8 Nester. Ich möchte dir nur hierzu sagen, merke dir von unten nach oben und hinten wieder runter. Innen nach oben, also das ist die Yin-Richtung, ja, innen und vorne rauf, geht bei den Händen hier runter, die Yang-Richtung hier rauf und hinten runter. Vergiss nicht die Handflächen, die Fußsohlen sind ganz wichtig, die Königsorgane, also die Leber, die Lunge, also Leber, Galle, Nieren und die Lungen, der Thymus wird geklopft und du bist fertig. Wir machen jetzt noch die sogenannten 8 Nester. Hier geht es auch um bestimmte Lymphdepots, sage ich jetzt mal, aber auch um Stellen, wo mehrere wichtige Meridiane durchgehen. Und zwar die ersten sind die Ellbogen. Man klopft hier 36 Mal. Das musst du nicht immer machen, wenn du deine Massage machst. Nur falls du dir die Route besorgst, will ich dir zeigen, was du mit ihr alles machen kannst. Die nächsten 2 Nester sind die Achseln. Ich finde das, es schaut komisch aus wahrscheinlich, aber ich finde das immer sehr wohltuend und ich glaube, dass das auch wirklich sehr entgiftend ist. Überall 36 Mal. Die nächsten sind Kniebeugen. Und die letzten sind hier. Fertig. Mache die Massage bitte unbedingt in der Früh. Du wirst ganz anders in den Tag starten. Du kannst sie aber auch machen tagsüber, wenn du müde bist. Du kannst sie einfach aus Prinzip regelmäßig machen, 3-mal, 4-mal am Tag. Du kannst sie machen, wenn du mit Emotionen zu kämpfen hast oder wenn du dich nicht geerdet fühlst. Du kannst sie auch am Abend machen. Dann klopft man sanfter und langsamer. Das wäre so eine Abendmassage, ja. Am Abend ist ganz wichtig dieser Bereich, dass, also die Füße, die Füße, die Fußgelenke, denn das bringt die Energie runter. Genauso wie am Abend ein Fußbad gut ist. Das ist einfach durch das viele Denken, wir sind eine Denkgesellschaft, wir leben in unseren Köpfen, ist immer ganz viel Energie hier und am Abend kann man manchmal nicht schlafen, weil die Energie nicht runterkommt. Und das bringt die Energie schön runter und man kann viel besser schlafen. Du kannst die Massage, wie gesagt, 1 Minute machen. Du kannst sie so lang machen, wie wir sie jetzt gemacht haben. Du kannst sie auch länger machen. Gegen länger spricht gar nichts. Du passt sie an dich an. Je nachdem, wie fest du gerne möchtest. Vergiss nicht die wichtigen Stellen. Du kannst auch zwischendurch dir einfach nur den Nacken durchmassieren. Ist ganz wichtig, dass man dort die Toxine wegbringt. Einfach auch die Energie in Bewegung hält. Ist sehr wohltuend für diesen Bereich hier. Ganz wichtig, trinke bitte ein Glas warmes Wasser nach der Massage. Sie bringt wirklich viel in Bewegung und braucht Wasser zur Unterstützung, damit das Ganze wirklich im Fluss bleibt und auch diese Toxine aus dem Körper rausgebracht werden.
Wir kürzen die Route für euch um 10 cm, so ist sie sonst ziemlich lang. Wie gesagt, Shaolin Mönche arbeiten mit ihr. Für die Frauenhand wäre sie damit zu schwer. Wir kürzen sie ein bisschen, dann lässt sich wunderbar mit ihr arbeiten. Und nun verrate ich euch, wie versprochen, eine weitere Wirkung dieser tollen Massage. Sie stärkt die Knochen und gibt ihnen Impulse zur Stammzellenproduktion. Das ist Anti-Aging pur. Wer sich für diese fernöstlichen Anti-Aging-Methoden interessiert, ich habe schon mal ein Video erstellt über den sogenannten Yin-Lifestyle, das ist sicher auch sehr interessant. Wenn du der Meinung bist, dass wir gesünder und schöner sind, wenn unsere Energie gut fließt, teile dieses Video mit deinen Freundinnen. Wenn du eine der Routen gewinnen möchtest, like dieses Video und kommentiere es, damit ich sehe, dass du mitspielst. Ich werde kommenden Freitag 3 der Kommentare herauslosen und im ersten Kommentar unter dem Video bekannt geben, wer gewonnen hat. Und ansonsten, meine Lieben, schaut gut auf euch, bleibt gesund und bis bald!